Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren 90s React. Heute in einer etwas schmaleren Konstellation. Ja. Und Jonathan. Die Dünsten von Pizmeet sind am Start. Ja, genau. Peter, Brammen und Jay. Heute machen wir einen richtigen Abwasch. Heute beenden wir das Jahr 1999 mit August bis Dezember. Alter, wir gehen in die 2000er. Ein XXL-Format. Richtig krass. Ich drücke mal auf Play. Krass. Das heißt, wir haben das Weihnachtsgeschäft jetzt damit. Ja, müsste jetzt richtig geiler Scheiß kommen bei 1999. Ja, Donkey Kong ist cool. Ich bin mir gerade überlegen, ob es überhaupt Donkey Kong ist oder irgendein Behindertist. Jawoll, Junge, Alter, zieht er erstmal die Knarre. What the fuck? Wie lange geht das Scheiß? Ich frag mich das auch, was soll das? Ich bin grad die ganze Zeit am Dancen, Junge. Alter, guck dir das doch mal an, Alter, der zieht da weg. Alter, das ist der Crazy Kong. So etwas habe ich noch nie gesehen. Überall nur Früchte. Donkey Kong ist wieder da mit einem großartigen Abenteuer. War das jetzt Werbung? Mit besseren Grafiken, mehr Moves, ich weiß nicht, was das war. Außer Donkey Kong. Nintendo Werbung war früher so viel besser als heute. Alter, da sehe ich gar nichts mehr. Also das ist immer noch Donkey Kong. Ja, das war immer noch Donkey Kong, Alter. Erst kommt der fette Donkey Kong Rap und dann kommt die Donkey Kong Werbung. Rap hätte man wegstreichen können, ja, und da reicht nur die Werbung. Ich fand's geil. Ich mach mal weiter. Also war offensichtlich Donkey Kong 64. Mega geil. Ja, ich habe halt nie Nintendo 64 gehabt. Ich will, dass gehabt. Du mich schlägst, hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich fang nochmal an. Wie geschrieben. Wie die meisten von euch war ich festgefahren. Klappt. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film jemals gesehen habe. Ich wollte ihn immer angucken. Ich konnte nicht schlafen. Ich meine, ich hätte ihn auch schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Beim Durchblättern von Katalogen stellte ich mir Fragen, wie welche Äste man... Dann solltest du den vielleicht nochmal angucken. Der ist nämlich ziemlich ganz... Ja, der soll auch ziemlich, ziemlich gut sein. Geblieben ist. Ich betete für ein anderes Leben. Die war damals noch nice. Ich stelle Seife her und verkaufe Helena Bowen Carter. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Na komm, sag zu, bevor mich der Mut verlässt. Das war die Lady, die da gerade war. Die Nummer, die dann irgendwie immer ja, nur noch mit, hatten alle den gleichen mit Johnny Depp hat die immer zusammen gefilmt. Der hat immer so crazy Rollen gehabt. Willkommen im Fight Club. Wir fallen jetzt nur gerade keine... hier, die war die Königin in Alice im Wunderland. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das ihr Blut? Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht. Und sie schon so einer der großen Sag nicht, du stehst auf ne? Oh Gott, nein, ja. Das gar nicht. Da hat er sich aber auch vor allen Dingen so einen Namen gemacht, nicht nur als Sunny Boy, sondern halt auch als echt guter Schauspieler. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wie lange in den 90ern Filmtrailer waren, ist unfassbar. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Heutzutage hast du auch keine mit dem völlig fremden eine Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werdet Sie verlieren. Das tat weh. Ja, gut, du wolltest doch weiter, dein Leben ändern. Ja, der läuft halt immer noch. Und jetzt kommt noch so die richtig krasse Gamer-Musik oben drauf. Dafür gehen die Filme ja dann auch immer 3 Stunden lang. Ne? Ich meine, man hat ja sonst schon den ganzen Film gesehen. Ja, so lange geht Fight Club auch, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube nicht, dass der 3 Stunden geht. Hat der einen Oscar bekommen? Das ist doch Wahnsinn! Keine Ahnung. Am Ende wirst du mir dankbar sein. Wow! Also 18, 139 Minuten. Ja, über 2 Stunden zumindest, also lange. Und ist nominiert worden für besten Tonschnitt.
Okay, das ist jetzt ziemlich lame, ehrlich gesagt, für besten Tonschnitt nominiert zu werden und das dann nicht mal zu gewinnen. Ich fand's witzig, aber im Jahr 2000, ja, gab's beim besten Tonschnitt ja auch richtig andere krasse. Und zwar sowas wie die Matrix. Okay. Ja, wenn er 99 gegen Matrix kam, halt nichts an. Das ist das Problem. Okay. Da war ja echt 99. Ja, weißt du, was in dem gleichen Jahr auch rauskam? Gerade bin ich ein bisschen zutiefst erschüttert, dass das nicht gewonnen hat. Star Wars? Gewonnen hat? Welcher? Der 1 mit dem Darth Maul-Ding. Okay. Ja. Also ganz ehrlich, wenn dann Episode 1 halt gut war, dann war das doch der Song. Ja, aber Soundschnitt hat ja nichts mit Song zu tun. Ja, die Einbringung von Sachen, also ich finde das alles... Die Einbringung von Sachen. Ja, ich war gerade verwirrt, weil hier gerade sich jemand Soundtracks in den CS-Schein ja eingebracht bei, hat. Bei, also Soundtracks sind ja nochmal extra, special. Und Soundeffekte sind, glaube ich, auch nochmal ein extra, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. 2000? Auf jeden Fall hat Philipp sogar den Trailer noch gecuttet. Der war noch nicht mal am Ende, der Trailer. So what the fuck einfach nur. Was passiert hier gerade? Was ist los, Bram? Ich bin nur verwirrt, weil ich gerade 60 Mal angerufen werde. Nicht angerufen. Quatsch, mein Gott, ich bin so verwirrt. Weil Christian gerade 3-4 Mal in den Channel reingekommen ist. Ja. Alles. Ist er? Warte. Ja, ist ja. Er. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, ich habe die Sounds ausgemacht davon. Los. Okay, weiter geht's. What is it like to be afraid? Ist das System Shock? Könnte sehr nah da rein. Ja, ziemlich. Rachel? Sieht sehr nach System Shock aus. Der. Keine Ahnung. Der Vorgänger im Geiste von Bioshock. Ja, da hat man gerade. Ja, genau. Leute, die damals alt genug waren, um es geil zu finden, finden es lange heute noch. Das war mega. Also System Shock 2. System Shock 1 nicht so sehr. System Shock 2 soll mega gewesen sein. Das kann es ja heute nicht mehr geben. Okay, ich hab's versucht, mir das zu geben. Aber, also ich habe da ja mal sogar ein Video drüber gemacht. Keine rosarote Brille war das, glaube ich, eine Folge von, wo ich mir das nochmal angeguckt habe. Ja. Es ist tatsächlich schwierig, sich das heutzutage zu geben. Ist schon ein paar Jährchen her. Na, weiter geht's. Das ist Command & Conquer. Genau. Ach, das ist Westworld. 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 Jo, ist sogar 3 dann wahrscheinlich? Feuersturm. Welches das ist, weiß ich nicht. Ja, hab das ich da heißt so... Ich war da noch nie, nee, ich war da, zu der Zeit war ich noch kein Computer-Kiddy. Tiberian Sun? Da ist er doch Nord. Mit den Lasertürmen. Da ist ja, GDI das mit das den Kugeln. Ja, GDI und das andere Nord. Das ist Nord. Ja, aber das ist halt so vor meiner Computerzeit und dadurch habe ich halt wenig Sinn für diese CNC-Spiele von damals. Ich habe damals, glaube ich, auf dem PlayStation Alarmstufe Rot gespielt. Ja, das ist der zweite Teil, glaube ich, Alarmstufe Rot. Ja. Nach dem raus, nachdem ich richtig angefangen habe, Gamer zu werden. Und deswegen habe ich sie geliebt. Ja, die haben wir auch immer bei meinem Vater unten gezockt, Command & Conquer 3. Ja, und die Snowmaps gingen nie. Nee, die gingen nicht, weil es so eine RIP-Version war. Ja, jo, Tiberian Sun. War ziemlich nice damals. Das ist Teil 3? Ja, das ist Teil 3. Teil 3. Tiberian Wars war der erste. Nee, Tiberian Wars war der einer der. Tiberian Konflikt. Ah, war der erste. Konflikt, okay. Also das konnte schon einiges, aber wir haben halt, also ich habe damals auch nie die Singleplayer-Kampagne gespielt, sondern immer nur Multiplayer-Matches, was cool war, aber das, was Command & Conquer im Singleplayer cool gemacht hat, nämlich die FMV, also die Videos, die waren auch nicht dabei, weil es so eine RIP-Version war. Ach, ja, aber die Story fand ich tatsächlich cool, vor allen Dingen dann mit Feuersturm und Kabal. Das fand ich irgendwie nice. Das war so der erste richtig geile. Du hattest die richtigen Gegner. Versionen dann auch mit den Zwischensequenzen. Später dann, ja. Ah. Okay. Ja, das war schon eine schöne Zeit. Wollen wir das Money meiner Eltern spielen lassen? Ja, hatte ich nie. Sega Dreamcast. Ich wusste gar nicht, dass das damals die Zeit war von Sega Dreamcast. You should see yourselves through my Dr. Kawashima? Noch als Dreamcast-Version oder was? My name is Seaman. You don't know me. But you will. Echt? Warum sollte man seinen Hauptcharakter mit dem Namen nennen? Nature makes me seem odd.
that because I'm part fish, I must be cold, insensitive and creepy. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? I beg Alter, to differ. Because it's I'm part you fish, may not that's why I'm cold. But your wife and my name is Simon. What? What the fuck war das einfach deswegen nur? Deswegen sind die auch pleite gegangen. Und wurde keine Dream, Sega Dreamcast. Meint ihr, das war eine Werbung für die Konsole? Für ja, was war das für eine Werbung? Ja, keine Ahnung, Hopf's Alter. Nicht, rennt weg. Das war sehr freaky. Ja, ich mach mal weiter. Oh, das ist jetzt der erste Till Schweiger Film? Seit ever? Nee, so alt ist der doch noch nicht. Konstantin ist ein deutscher Film, was ist das? Ist Konstantin deutsch? Ist hier Rabe oder irgendwie sowas? Deutsch. Rabenkind, Rabenvater, Rabe, immer mit Rabe. Der sieht sich voll aus, als wenn er irgendwie krank wäre. Kennst du den? Bettlauf! Aber ist nicht ein deutsch. Deutscher Film ist. Nee, das ist kein deutscher also, Film. Edward mit den Scherenhänden. Alter. Ja, fast ein deutscher Film. Oder Sleepy Hollow. Ich glaube, es ist Sleepy Hollow. Ja, Sleepy Hollow muss es sein. Edward mit den Scherenhänden, da redet Johnny Depp kaum. Ja. Sie wurden nicht abgetrennt aufgefunden. Ihre Köpfe sind verschwunden. Die Köpfe sind... Wie jung er damals noch aus. Ja, ist krass, ne? Raub von dem kopflosen Reiter. Das war ein cooler Film, Sleepy Hollow, fand ich echt mega. Sagst da gerade der Vater Dursley? Das war Dumbledore. Der Typ. Leute, ich glaube, da sind viele britische Schauspieler. Da ist Vater Dursley im Hintergrund! Ja! Und der Schauspieler von Dumbledore war das. Der schon leider verrückt. Hab ich sogar gesehen. Der Vater von Dumbledore? Ja. Vater von Dumbledore hab ich gesehen, ja. Wusstest du eigentlich, dass Dumbledore schwul ist? Ja. Ja. Wieso musste ich da gerade auch dran denken? Ich wollte mich drüber nachgedacht, ob der Vater von Dumbledore das wohl akzeptiert hat, Easy Game? Ja, genau, oder da hab ich Megatron. Auch gerade drüber nachgedacht. Werden rollen. Dumbledore, das Vater da anguckt, meinst du so, boah, nee, Elvis, du Schwuchtel, verpiss dich. Oder hat er, ob der gesagt hat, ich lieb dich so oder so, mein Sohn. Das wäre schon geil gewesen. Soul Reaver. Ich kenne so viele Leute, die das so gefeiert haben, ich fand das immer kacke. Ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ich war zu jung dafür, als ich das gespielt habe. Ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe damals auf meiner Computerbild Spiele gespielt. Da gab es eine CD zu Soul Reaver. Das war aber dann halt ein bisschen später als 1999, weil das ja dann nicht in der Computer mit Spiele war, sondern das halt 3 Jahre danach. Ja. Aber ja, habe ich auch nicht durchgespielt. Fandest du es denn cool? Ja, ich hab's zugegebenermaßen auch nicht so hundertprozentig verstanden. Okay, gut. Das hab ich quasi. Das ist sehr seltsam. Ja, ich fand's nämlich auch mega seltsam, einfach nur. Vor allem, weil ich halt damals halt auch, glaube ich, das mit Mossentastatur gespielt habe. Ja, da, ich ja, meine, dieses ganze Spiel ist ja auch. Ja, kann man mal. Ja, das macht mich halt hart, wa? Ist halt Soul Reaver. Ist halt ein Kackspiel und keiner hat's gespielt von uns. Stimmt doch gar ich hab's nicht. Angespielt und Jay hat's ja. Auch gespielt. Also, warum heißen Deutschländer mag ich nicht, bin Veganer, weg, können wir weitermachen. Das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Also, genau, ich finde Deutschländer immer noch, von Maika. Schlecht Maika macht das Würstchen. Ja, mit dem Beste von Deutschland und dann knackig wie Wiener. Nee, die sagen ja die beliebtesten Würstchen Deutschlands. Das ist ja auch okay, aber dann trotzdem eine Ausländerwurst zu nennen, ist halt irgendwie nicht so smart. Ausländerwurst. Ja, okay, fair enough. Ja, ich verstehe das schon. Gute Deutschen. Ja, ich meine, wir sind 45, hätte der Werbesong hier mehr Sinn gemacht. Na, Kleiner, willst du mit? Pikachu! Ja, du mich auch. An die Werbung kann ich mich sogar erinnern. Ja, aber so lief das früher. Die haben wir doch schon mal gesehen, oder? Jetzt wird nicht zusammengeschnitten. Aber wieder, ganz ehrlich, versuch heute mal Nintendo einen Werbespot zu verkaufen, ja, in dem du sagen kannst, ja, du mich auch. Aber ich
jetzt nur auf deinem Gameboy. Denn jetzt gibt es die Pokémon exklusiv für den Gameboy. Und mit beiden Versionen kriegst du sie alle. Was? Ja, das ist schon okay, creepy, oder? Pikachu steigt in den Bus, ja, und die erste Reaktion des Busfahrers ist, ja, du mich auch, weißt ja. du? Und dann werden die alle zerquetscht ja. gegen ihren Willen in so einen Gameboy rein. Ja, der war halt Team, das war wahres Team Rocket. Ja, der war echt Team Rocket. Das war der Spaß, Oberboss. Alter. Giovanni kann einpacken. Ja. Und Jesse und James sowieso. Ja, das sind Edellappen. War eine kranke, also Nintendo-Werbung damals war echt freaky, einfach nur. Die aber auch voll weggegangen. Oh, Stronghold? Nee, Age of Empires? Stronghold, ja, Alter, Peter! Stronghold, Alter, Opfer. Ja, das keine ist, Ahnung, Alter. Irgendwas mit Strategie ganz halt. Klar, Command in. Wie kann man das Spiel nicht Command feiern, Peter? Pampers? Ja, das ist Age of Empires 3, oder? Ich hab das früher immer gespielt und hab mir dann die Sportwagen gecheatet. Das weiß ich noch. Ich hatte damals das Add-on gehabt mit, wie hieß das denn nochmal, das mit den Azteken. Conquerors and weiß ich nicht was. Das ist tatsächlich, glaube ich, so Conquerors. Ich fand das war ein gutes Spiel. Das war eins der besten Strategiespiele, die bis heute existieren. Und alle anderen, die danach gekommen sind, basieren da drauf. Irgendwo. Kampagne soll auch gut gewesen sein, ne? Viele sagen, die haben Geschichte dadurch gelernt. Ja, habe ich auch mitgespielt. Und ich weiß bis heute noch, dass Marco Polo der Cheat ist, um Sachen zu sehen. Weil Bram den bei jeder Mission benutzt hat. Nee, weil ich bis heute im Kopf diese Connection habe zwischen Marco Polo, war so ein krasser Entdecker, weil man das Spiel erklärt hat, ja, und dass man das eintippen kann, um halt alles zu sehen. Weil das voll smart ist, quasi. Ja. Ja, ich verstehe das schon. Okay, aber nice. Nein! Oh. Das andere. Das andere von dir. Ja, Soul Calibur, das ist Keelig tatsächlich, aber das Soul Calibur habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht. Weißt du, was war unseres? Soul Calibur 3 oder 4? Ich glaube 3. Habt ihr das nicht bei Hardy auf der PS3 gezockt? Ja, das haben ja. wir. Müsste das nicht 4 sein? Das einzige Spiel, das ich vor der gespielt habe. Da waren wir auch alle richtig gut drin. Ja, das einzige Kampfspiel, was ich jemals gespielt habe, ich davon begeistert war und ich angefangen habe zu lernen, wie Moves funktionieren. Und seitdem finde ich alle Beat'em'ups kacke. Keins ja. Spiel mehr so fest. Müsste Sophita sein. Sophia? Ja, voll die ja, krassen Waffen, Alter. Bei Tekken gab es immer nur mit den Händen ja, aufs Maul. Das war das Spezielle ja bei Soul Calibur. Jeder hatte eine Waffe. Ah. Okay, verstehe. Aber Voldo haben sie. Also, waren realistisch. War, entweder war Voldo noch nicht damals dabei oder Voldo. War nicht dabei. Ja. Ja, Sebastian könnte jetzt halt viel davon erzählen. Der ist aber leider nicht hier. Also, was der mir mal erzählt hat, ist, dass der früher immer gerne so eine Puppe hatte und sein Oberteil dann ausgezogen hat, eine Manbook zusammengepresst hat und das Baby dann dran gesetzt hat. Oh mein Gott! Er hat auch manchmal dran saugen lassen an seinen Mitteln. Ja. Hatte. Nee, bei euch in der Familie hatte niemand Babyborn, war. Die hat alle keine Schwester. Logischerweise nicht. Tja. Peter, hast du immer die Köpfe abgerissen von denen? Nee, ich glaube, meine Schwester hatte ehrlich gesagt auch keine. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Weil du die immer quasi. Musst du PlayStation spielen. Kaputt gemacht hast. Ja, nein. Heute habe ich meinen Boss um fast $40,000 erpresst. Gib mir einer der besten Filme, die jemals gemacht worden sind. Obwohl der Typ mittlerweile leider. Der ist wirklich so ein guter Film. Dafür, dass es eigentlich um nichts geht, außer um einen Typen, der seinen Job wegschmeißt. Ja, und keinen Bock mehr hat auf alles. Ja. So gut, so echt. Du bist der Einzige, der sexuell frustriert ist. Na dann komm doch, Baby, ich bin bereit. Ja, das hat er nämlich auch schon mal zu anderen gesagt. Hat er bei Weinstein auch in der großen Kaffeerunde gesagt. Junge, Junge, ey, das altert nicht gut so teilweise seine Rollen, ey. Alter, die ARD-Tagesthemen haben gesagt, das ist der beste Film seit Jahren. Seit 5 Jahren? Es gibt manchmal so viel Schönheit auf der Welt, dass ich sie nicht ertragen kann. Dazu, Knowledge gedroppt, ja, die Tochter, also in dem Film, ist in einer Szene, guckt die aus dem Fenster und stellt sich dann nackt vor, am nackten Oberkörper, ja, um halt dem Nachbarsjungen zu gefallen. Nicht die, sondern die Tochter von ihm, die man gerade kurz gesehen hat. Ja, und die hat 2 ungleich hängende Brüste. Krass. Das weiß ich bis heute noch. Das kommt häufiger vor bei Frauen.
Ich weiß, aber bei der ist das halt extrem. Finde ich, okay. find ich grässlich. Do you know Rayman 2? Come on, let's go! Ja, Rayman war halt immer cool, war bis auf das letzte Rayman Level, deswegen hab ich hochgeladen. Bestes Rayman. Aber das ist Rayman 2. Ja, aber Rayman 1 war mega geil. Finde ich super, tatsächlich. Noch, das war nämlich noch 2D. Netter Snack. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, welcher Rayman denn 2D war. Rayman 3D. Dafür gibt's bessere Spiele wie Spyro. Ja, oder Super Mario 64. Ja, genau. Also, das ist. Rayman ist für mich einfach 2D. Und da ist es Liebe. Das ist ja auch als 2D wieder. Ist ja auch als 2D echt geil geworden wieder. Das ist voll die neuen, Star Wars. Ja, das ist mega Star Wars. Ja, guck mal, da hat er dir sogar zugezwinkert, weil wir die Anspielung verstanden haben. Ja, Rayman, ich verstehe das schon. Ja, können wir weitermachen, habe ich nicht gespielt. Fand ich saugeil. Ja, ist das der hat erste? Keiner von uns gespielt. Können wir da bitte weitermachen? Teil 1 war das? Alter. Teil 1 habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Ich habe erst Teil 2 angefangen, glaube ich. Ich habe das nie verstanden, weil ich. Ja, wie die Tricks gehen. Ja, aber auf Tasten hauen. Keine Kollegen. Ja, ich fand das geil. Ja, hat ja. Und Teil 3 habe ich. Teil 3 habe ich also wirklich bis zur Vergasung gespielt. Das ist Teil 3? Oh, okay. Ja. Aber da kann ich mit Mostertastatur spielen, das ist kein Scherz. Oh mein Gott. Glauben Sie, dass man einem Menschen, wenn er das, was er verbrochen hat, die Chance gibt? Der Film zeigt richtig geil das amerikanische Justizsystem, weil ich glaube wirklich, dass manche Leute sagen, scheiß aufs Wasser. Wir wollen gucken, wie der Typ richtig geil verbrennt, während er auf dem elektrischen Stuhl ist. Ich finde geil die Qualität, Alter. Ich glaube, bessere, also schlechtere Qualität vom Trailer hätte man nicht finden können. Dass er schon alles gesehen hätte. Ihr werdet es nicht glauben, Jungs. Seht mal her. Ja, das sehen wir. Seht mal, was ihr könnt. Ich verstehe nicht mal, was so das. Bis zu dem ich verstehe Tag. Bekommen Sie das ist doch Hogwarts, oder? An dem er John Coffey kennenlernte. Der Kerl ist riesig. Hast du vor, mir Schwierigkeiten zu machen, Großer? Lassen Sie das Licht ein. Der hat auch nie eine andere Rolle gespielt, oder? Klar, Alter, der hat super viele Rollen gespielt. Der ist, glaube ich, schon tot, leider. Ja, nein, nein. Aber so, er war immer der Große und. Das meine ich. Also schauspielerisch hat er immer so den riesen Obermacker da gespielt. Wobei, da spielt er ja den Riesen, der eher wie ein Kind reagiert. Ich glaube, dass das gar nicht war. Der ist da ja voll der Liebe, der so nur heilen will und ein bisschen zurückgeblieben ist. Ein außergewöhnlicher Film. Was hast du da gerade gemacht? Mit dem zweifachen Oscar-Preisträger Tom Hanks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so eine Gabe... Ich wusste bis zu Epic Rap Battles of History nicht, dass The Green Mile von Stephen King geschrieben wurde. Soll ich dich hier rausholen? Dich einfach laufen lassen und zusehen, wie weit du es schaffst? Aber hast du eigentlich mitbekommen, dass Epic Rap Battles of History ist? Natürlich, habe ich an dem Tag gesehen, dass er rauskommt. Habe ich auch an dem Tag gesehen, habe ich mir erstmal danach 20 Folgen geguckt. Das ist einfach so genial. Die nächsten gehen leider erst im Februar oder so weiter. Nächste Season im Februar. Aber die sind jetzt unabhängig von Disney, was ich auch ganz cool finde. Der Rap war Mark Zuckerberg gegen Elon Musk. Also eigentlich ganz cool. Jawohl, 3D Sonic zackt, Alter. Wobei ich solche Passagen, in denen quasi man gar nicht so viel drücken muss, aber in denen viel auf dem Bildschirm passiert und dir suggeriert wird, geil, das hast du gerade geschafft, obwohl das gar nicht so schwer war, fand ich immer cool zu spielen. Weil die so imposant aussahen. Ja, verstehe ich, aber 3D ist doch nichts zeigt. Aber ich finde, die ganzen frühen 3D-Spiele, da gibt es doch echt wenige, die mich echt so mitgenommen haben. Halt sowas wie einen Spyro, wie einen Crash Bandicoot. 16 hab ich nur mal bei einem Kollegen gespielt. Wegen konnte ich das leider nicht spielen, weil ich, wie gesagt, keine N64 hatte, aber ja. 20! Moment, jetzt schlägt's 21! What the fuck? Der Mediamarkt Jahrtausendstart. Sparen Sie jetzt, nicht später. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Mediamarkt-Werbung ist immer noch bescheuert und wird es auch immer bleiben. Welchen Spot haben die eigentlich heute, also welchen Slogan? Immer noch ist gar nicht blöd. Das ist zumindest der, den ich immer nur kenne von denen. Die hat nochmal Geiz ist geil, oder nicht?
War nicht Saturn? Ja, die hatten noch vor kurzem mit unserer Tour hatten die doch. Welchen hatten die denn da nochmal, wie vergesslich wir sind? Geizes Geil war Saturn. Ja. Okay, sorry. Mediamarkt, Slogan. Hauptsache, ihr habt Spaß, ist aktuell. Ja, stimmt. Ihr habt Spaß, das ist es genau. Ja. Ja, haben wir ja auch nicht eingesprochen, oder ich? Sieht so aus wie Gran Turismo, aber hatte Gran Turismo Rennen? Ja, das ist ziemlich sicher Gran Turismo. Ja, stimmt. Gran Turismo 2 schon. Ja, ja stimmt. Das habe ich gespielt. Aber eins der besten Spiele der Welt, die ich niemals gespielt habe. Das Problem ist, ich fand das damals immer schon mega kacke mit den Lizenzen. Das war mir auch schon damals zu hoch. Vor allen Dingen am Anfang deine Fahrprüfung 10. und so ein Scheiß. Ja, genau. Du wusstest überhaupt nicht, dass ich Fahrprüfung brauche. Ja, richtig. Was sind Lizenzen? Keine Ahnung. Unsere Kinderhirne waren mega dumm einfach nur. Wir haben die ganzen Spiele nicht verstanden. Ja, ist halt wirklich so. Also, ich war sehr glücklich, dass ich das nicht gespielt habe. Ja, das ist doch auch schön. Alles verwirrend. Hier gibt es nicht mehr die beiden Türme. Ja, ich wusste es! Wenn das Spiel mal so ausgesehen hätte, wa? Ja, gucken, ob sie das zeigen. Ich hab vorgestern noch GTA 1 gezockt. Gestern sogar. Auf dem Emulator. Das ist ein legendäres GTA, weil das letzte ist, bevor dann. Jo. Alter, der Cut ist ja auch ganz schön. So, passiert gar nichts mehr. Alles ruhig. Geil! Das war ein grandios gutes Spiel. Ein legendäres GTA, weil danach wurde GTA richtig geil. Ja, richtig. Das sehe ich auch so. Ist halt echt so, wa? Ja, ist halt echt so. Ja, das waren die 99er. Ganz gutes Jahr, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Konnte man machen. Ich muss da noch ein paar Filme nachholen. Und beim nächsten Mal gibt es dann 1933. Ja, genau. Auch ein ganz gutes Jahr. 1945. Ja, war ein gutes Jahr, dass der Weinbau hat da gestartet in Europa. Ja, toll. Darüber werden wir dann reden. Schön. Also ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was fandet ihr im Jahr 1999 das Coolste? Bis dahin, haut rein. Ciao, dass ich 10 Jahre alt war.